So, da sind wir nun endlich wieder zurück im Cockpit. Ich habe jetzt zwischendurch ein paar Sachen aus dem Flug reingeschnitten. Und es ist viel Zeit vergangen. Und zwar nicht nur gute 7 Stunden, sage ich jetzt mal, sondern 3 Tage. Ja, geil, ne? So schnell kann das gehen. So schnell, so einen langen Flug hat man noch nie. Nee, es ist leider ein bisschen was dazwischen gekommen. Und zwar, weil ja die Zeit so knapp ist, wie ich es ja schon in den letzten Folgen erzählt habe, hatte ich leider das Problem, dass ich, während ich geflogen bin, gerendert habe. Also ich habe die erste Folge schon fertig gemacht gehabt. Und ja, der Computer hat dann halt auf maximalen Touren und dann hat einfach mal da gestanden, keine Rückmeldung von P3D und dann, ja, hat sich der Simulator verabschiedet. Und dann hatte ich leider an dem Tag nicht mehr die Zeit, das nochmal zu machen, weil ich auch ein bisschen dumm war. Und deswegen ist das jetzt ein paar Tage her, weil ich da nicht die Zeit hatte, alles nochmal zu machen und nochmal von vorne loszufliegen. Und deswegen sind jetzt 3 Tage vergangen und ich habe es jetzt nochmal neu gemacht, beziehungsweise wenn ihr sowas macht wie, also wenn ihr auch so Videos macht und euer Flugsimulator stürzt manchmal ab, holt euch FSU IPC 5. Ich dachte nämlich immer, dass das nur die normalen, also nur wo du bist und Geschwindigkeit und Heading und so speichert. Aber die neue Version, die speichert einfach alles. Ich brauchte nichts mehr machen. Also ich habe hier Autosave, also wegen dem Autosave vor allem. Und plötzlich war ich in der Luft, alle Sachen noch da, alles noch eingetragen. Und ich denke so, was? Warum? Wie geht das? Und ja. Deswegen ist so gesehen zwischen den 3 Tagen keinerlei Zeit vergangen. Und wir gehen jetzt gerade auf die Arrival. Auf die Star gehen wir jetzt gerade. Plüm ist unser Arrival-Punkt. Hier ist leichter Regen. Aber an sich sieht sonst alles frei aus. Hier vorne, hier ist der Flughafen schon. Aber wir sind schon recht nah. Wir können noch mal ganz kurz mit dem Descent Briefing kurz machen. Hier, so, Approach haben wir das schon letztes Mal eigentlich? Anscheinend ja. Also, wir machen Flaps 30 und 144 Knots. Das muss eigentlich passen. So, Instruments, da kann ich schon mal einstellen. Wobei, kann ich eigentlich nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich stelle jetzt erstmal. Die Lecks haben wir übrigens immer noch. Mal kurz wieder rausgucken, damit sich das hier ein bisschen. Die Lecks haben wir leider immer noch. Das kann ich leider nicht ändern. Ich würde gerne, kann ich aber nicht. Ich habe alles probiert, es geht nicht. Entschuldigung. Müssen wir beim nächsten Mal gucken. Vielleicht liegt es auch einfach jetzt an dem Flug. Müssen wir mal gucken. So, Instrumente werde ich später einstellen. Wir können aber schon mal Descent einrichten. Also, wir werden auf 6000 Fuß erstmal descenden. So. Transition Altitude machen wir bei 18.000. Wing Anti-Ice brauchen wir, glaube ich, nicht. Warum haben wir es denn hier in. Ich glaube, wir sind ziemlich schon, ja doch, wir dürfen schon über, ja klar, wir sind schon über Amerika, in den USA, über Kanada gekommen. Warum haben wir es 23 Grad? Ja, gut, das ist warm genug. Das ist warm genug. Recourse Switch Push, das können wir schon mal machen, auch wenn wir noch gar nicht alles eingegeben haben, aber es gibt uns hier trotzdem nichts raus. Auto Brakes. Ja, wir machen das jetzt schon mal alles hier fix. Machen wir mal hier 7. Nehmen wir mal drei. Ich bin die Strecke ja schon geflogen. Ich bin mir jetzt immer nicht so ganz so sicher, ob wir dasselbe haben werden. Wenn ja, dann ist es die 04 right. Und wir werden massig Gegenwind haben. Deswegen habe ich auch. Hat sich hier gerade die Dings nochmal geändert? Tatsächlich. Deswegen habe ich eigentlich jetzt auch die so gelassen, die Knoten, weil wir, ich hatte, glaube ich, 21 Knoten Gegenwind gehabt. Kann sein, dass sich das jetzt ändert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt vielleicht sogar ein bisschen früher, ein bisschen später da sind. Auf jeden Fall habe ich deswegen, man sagt ja immer, so ein Wind, jetzt wird immer weniger hier, so ein Wind auf Aufschlag. Aber, ich bin mir nicht so sicher, ob wir das brauchen. Ich überlege gerade. Wir haben schon bei 40, wir machen mal 45, machen wir jetzt, zack. Lassen wir es mal so. Ich glaube, das dürfte ausreichen. Vielleicht wird das sogar noch weniger. Dann können wir noch ein bisschen runtergehen. Man merkt es aber schon, dass wir jetzt so ein bisschen näher jetzt rankommen. Jetzt fängt es hier langsam auch leicht an zu ruckeln.
draußen gucken. Ja. Na, guck mal. Da unten sieht man schon einen Flughafen, was auch welcher immer das ist. So, und genau das, was eingetreten ist, ist auch eingetreten. Genau was ich vermutet habe, ist auch eingetreten. Und zwar Fuel. Dass wir so eine Fuel-Disbalance haben. Kam jetzt auch deswegen, weil ich den halt im Hintergrund habe laufen lassen, beim letzten Mal, also vor 3 Tagen. Dass ich halt nicht rechtzeitig hier die X-Feeds geschlossen habe. Geschlossen habe. Weil die inneren Triebwerke, die schlucken irgendwie mehr Treibstoff als die äußeren. Und deswegen, ja. Deswegen haben wir eine leichte Disbalance, aber das dürfte, glaube ich, jetzt nicht so schlimm sein. So, Landing Data haben wir. Aber Approach Briefing ist noch nicht ganz abgeschlossen. So, da vorne ist der Top of Descent. Da ist der Airport schon, man sieht ihn sogar schon. Also 160 Meilen sind es noch. Beim letzten Mal sind mir noch so ein paar Sachen aufgefallen. Es hat sich auch viel geändert. Erzähle ich gleich alles. Mir ist ein bisschen was aufgefallen. Und zwar dieses... Mache ich leider immer noch. Es ist unterbewusst. Es tut mir so leid, wenn euch das absolut abnervt. Mich nervt es selber auch. Ich versuche dran zu denken. Das ist aber wirklich, weil es inzwischen schon unterbewusst ist, warum auch immer. Vielleicht bin ich einer, der so schwer atmet. Es tut mir echt leid. Ich versuche es jetzt bewusst zu unterdrücken. Ja, es ist schon schräg. Dann ist mir auch immer so ein paar Sachen aufgefallen beim Startup und allem. War dieses Mal doch recht unprofessionell. Ich habe letztes Mal sehr viel mehr Sachen erzählt, als ich dieses Mal erzählt habe, also als bei mir mit meinem Airbus geflogen sind. Kommt jetzt aber vielleicht auch deswegen, weil ich den Flug so selten gemacht habe, dass ich so gesehen keine Routine in diesem Flug hatte. Wenn ich zum Beispiel an den Lufthansa-Flug denke, den ersten, den ich gemacht habe, den bin ich, glaube ich, 5 oder 6 Mal geflogen. Und da war dann schon so eine gewisse Routine, was alles angeht. Man sollte natürlich als Pilot nie eine Routine haben, ist klar. Aber so gesehen, dass ich mich so gesehen ein bisschen auf das Kommentieren konzentrieren konnte und nicht nur auf das Fliegen, was jetzt hier eher so ein bisschen der Fall war und deswegen ich auch ein paar Sachen vergessen habe. Ja. Und zudem bin ich nicht mehr so ganz in der Routine drin. Das wird sich jetzt auch leider nicht ändern. Liegt halt einfach daran, dass ich jetzt 3 Wochen weg bin. Deswegen, ja. Aber ihr dürft mir gerne, wenn es euch hier weiter interessiert, diese Videos, könnt ihr gerne unten in die Kommentare Routen schreiben. Bin schade, dass noch niemand was reingeschrieben hat. Ich freue mich, ich würde mich so darüber freuen. Also ich denke mir ja selber auch Routen aus. Es gibt auch noch welche, die wir auf jeden Fall fliegen werden, die ich mir noch im Kopf drinne habe. Einen vor allem. Aber, ja. Müssen wir mal gucken. Würde mich sehr darüber freuen. Weil dann halt auch sowas kommt, wo ihr dann sagt, das würde ich gerne mal von dir gesehen, kannst du das fliegen und so. Und ich stelle mich ja... Oh, Linkskurve. Warte mal. Ne, da. Also es sieht schon nicht schlecht aus. Also man muss halt wirklich sagen, der Standard P3D inzwischen sieht richtig gut aus. Auch die Wolken. Natürlich geht es besser. Rex macht das auf jeden Fall dann besser, wenn das wieder funktioniert. Aber es sieht trotzdem jetzt so für Standardwolken besser aus als FSX und auch so ein bisschen besser. Ja. So, wir können hier oben dann kurz zumachen. Wir müssen dann mal gucken, wie es mit dem Wind steht. Ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade vom Flug reden. Okay. Ja, da war es gerade schon wieder. Jetzt habe ich es gehört. Jetzt hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar ist dieser Flug so gesehen jetzt nicht mehr aktuell. Also war er ja sowieso nicht, weil er eigentlich immer eine 747-8 war. Aber das hat sich jetzt auf dem Airbus geändert. Wir fliegen mit dem Airbus A380. Und das ist schon ziemlich geil. Also da freue ich mich jetzt noch mehr drauf. Ich finde es so schade, dass es keinen Airbus wirklich gibt. Vor allem jetzt für das neue P3D, wo man einfach nur so gesehen ein Update machen müsste. Es gibt ja dieses, das hatte ich eigentlich auch gehabt für den FSX, dieses Airbus Super Pack mit dem Wilco Add-ons, aber ja, das gibt es halt nur für den FSX und auch nur für Prepared 3D 2.5, glaube ich. Da sind wir mit 4, sind wir, glaube ich, ein bisschen drüber. Ja, machst du nix. Es gibt halt einfach, also worauf ich mich jetzt mega freue, ist, ich bin noch am Überlegen, ob ich Aerosoft nehme oder ob ich FS Labs nehme, also für die Airbus Modelle, für die kleinen. Also A330 auf jeden Fall
Aerosoft, das, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ich bin so gespannt. Ich warte auf dieses Flugzeug auch schon lange. Blackbox gab es ja schon, aber der ist jetzt halt dann auch für Version 4 und deswegen freut man sich halt noch mehr drauf. Und weil er halt einfach, die stecken da so viel, ich muss gerade sagen, da ist gerade KJFK verschwunden. Ist aber jetzt wieder da. Die stecken halt so viel Arbeit rein und deswegen bin ich so gespannt auf diesen, auf dieses Flugzeug. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey. Ja, und ja, bei den kleinen Airbus-Modellen bin ich halt noch am überlegen, ob ich FS Labs nehme, also den A320 von denen, oder ob ich komplette Familie, die A320-Familie von Aerosoft hernehme. Ja, mir noch am überlegen, vor allem, weil die ja auch jetzt ein Update noch drauf haben, das ist ja dann die 2018er Edition, würde mich da natürlich noch mehr interessieren. Und dadurch, dass das auch nur ein kleinen Aufpreis kosten soll dann für Leute, die schon die Vorgängerversion besitzen, wie mich, dann werde ich mich, glaube ich, doch erst dafür entscheiden. Und wenn dann wirklich, wenn sich dann diese, der FS Labs wirklich massiv davon abhebt, ich habe jetzt gestern eine Preview gesehen von dem Version 4 von FS Labs, es ist schon, also vor allem die Licht, die Landing Lights, Alter, da hast du echt gedacht, da sitzt im echten Flugzeug. Also das haben die richtig gut gemacht, da muss ich echt mal sagen, Respekt, das sah schon wirklich richtig geil aus. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich finde beide eigentlich ganz geil und halt Aerosoft halt vor allem deswegen, hä, schon IAS? Läuft. Da ist der Flughafen. Und wir gehen in den Descent. Na, geht's runter? Auf jeden Fall haben wir hier schon mal Lex. Jetzt geht's runter, okay. So, wir finden das jetzt im Landeanflug hier. Das hört sich auch so geil an, dieser dumpfe Ton. Ich finde den so geil bei der PMDG, das ist der Wahnsinn, Alter. Ja, ein bisschen leichten Regen, das hält sich aber in Grenzen. So. Unser Problem wird auf jeden Fall sein, da kommen jetzt einfach schon, ja, noch nicht ganz. Ich meine, das ist halt hier oben. Wir haben halt normales Vectoring eigentlich in bei JFK. Aber das Problem ist halt einfach, dass bei einem VFA, na, ein bisschen mehr hier gerade, dass es beim VFA natürlich nicht geht. Zumindest nicht in dem Simulator, zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht festgestellt. Da muss ich einen IFA-Flugplan machen. Und dann ist das halt mit den Routen scheiße, weil die dann sagen, please go back to your normal route oder irgendwie sowas. Weil du fliegst ja dann eine ganz andere Route, als sie dir dann da sagen. Und aus dem Grund mache ich halt alles mit VFA und da vectoren die dich halt nicht. Und deswegen müssen wir das selber machen. Aber ich habe das letztes Mal ganz gut hinbekommen. Müssen wir ganz kurz mal das Runway-Heading hier gucken. 044 heißt aber, draufrechnen heißt 224, ne? Also 224 als Heading. So. Ist das das Ding hier? Wahrscheinlich, ne? Dann, ich will hier nichts Falsches jetzt hier bewegen, weißt du? Deswegen. Wir werden parallel erstmal dazu fliegen und dann werden wir dann, ja. Parallel fliegen. Zum Anflug. Ich komme jetzt hier auch so langsam rein. Ich will gucken, wenn wir das hier haben. Wir werden ja gleich hier mehr auf den Flughafen zufliegen. Da werden wir das dann noch ein bisschen mehr sehen. So. Auf jeden Fall ist die Patch 1, Arrival, Patch 2 ist es doch, Patch 2.04b war das, glaube ich, auch, Bravo. Departure Route.
Und wir haben noch eine recht dicke Wolkendecke hier. Ja, mal gucken. Ja, ist ein bisschen mehr Regen, als ich jetzt doch vermutet hatte. Ich finde das so geil, dass das so gut mit Active Sky funktioniert. Das ist der Wahnsinn. Oh, so geil. Ich finde es geil. So. Nochmal ganz kurz gucken. Altimeters Radius. Weitestgehend gesetzt. Geschwindigkeit werden wir ab dem. Vorne hier ab dem Punkt ein bisschen drosseln. Das wird schon alles gut funktionieren. Wir gehen ja jetzt auch schon runter hier ganz langsam. The Radius. Transition Altitude. Anti-Eisbrauch nicht wirklich. Haben wir schon alles gemacht. Okay. Approach Briefing ist noch nicht completed. Das werden wir dann erst haben, wenn wir die Runway haben. Das wird circa ab hier sein. Also es dauert noch ein ganz, ganz bisschen, bis wir hier alles bekommen. Aber. Das wird schon. Das hat letztes Mal auch gut funktioniert. Deswegen. So, 2000. Ich glaube, das dürfte ganz gut sein. Wir müssen mal gucken. Ob wir eventuell etwas schneller sinken müssen, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil ich glaube, ich vorher schon runtergegangen war mit der Geschwindigkeit. Wir bleiben jetzt erstmal so. Das wird ja schon alles funktionieren. Für den Anflug haben wir, glaube ich, keine hohe. Oh, nee, ich möchte gerne Lex. Keine hohen Anflug. 2000 Ohr Buff haben wir hier. Der Anflug ist natürlich, also der geht ja über das Wasser. Da müssen wir sowieso gucken, wie wir das am besten machen. Ich bin letztes Mal, glaube ich, auch auf 2,5 geflogen. 2500 Fuß. Wir müssen mal gucken. Ja, vielleicht wollen wir mal mit 3 probieren. Je nachdem, wie das ILS steht. Das werde ich ja dann sehen. Ja, also das ist schon ein bisschen trickiger hier jetzt. Übrigens, wie man vielleicht sieht, wir haben jetzt auch oben hier so eine verbleibende Zeit. Und alles. Das ist aber eine neue Startetappe. We'll be right back.